Bonjour et willkommen mit Sant'Monte und Cater Carlo in Monaco. Wir sind heute unterwegs auf dieser wunderschönen Rallye-Schauplatz und fahren heute mit unserem VW Polo Rallye mit einer, ich vermische irgendwie viele verschiedene Akzente, komisch. Eigentlich gelingt es mir wesentlich besser. Ja, aber trotzdem nach dieser super gelungenen Begrüßung. Hi, wir sind in Monaco. Ja, entspannte Sache. Und wir haben heute nicht nur Asphalt, sondern wir haben auch Schnee und Eis. Und ich habe heute mal kurz wieder ein paar Proberündchen hier in Monaco gespielt. Und ich habe da das Setup hier genommen, Monte Carlo. Und habe gesehen, na, das funktioniert nicht ganz so gut. Muss man sagen, ja, deswegen nehme ich hier mal das Schweden-Setup. Ach hey, da hat er ja zwei richtig unterschiedliche Sachen gemacht. Stoßdämpfung fest. Ich überlege mal, kann das in Monaco funktionieren? Es müsste funktionieren. Ich ziehe es mal ein bisschen weicher trotzdem. Ich möchte mit einem angepassten Monaco-Setup fahren. Ja, Moment, wir machen es trotzdem wesentlich fester. Hinten machen wir es halt super, super weich. Ansonsten die Bremsbalance weiter nach vorne. Das Differential, ich weiß es nicht. Das habe ich eigentlich immer ein bisschen fester gern. Machen wir es mal erstmal so und Gänge kurz. Ja, und zwar war das originale Monaco-Setup so ein bisschen mehr auf Asphalt getrimmt, glaube ich. Und ich werde heute entsprechend mit einem... Ah, Moment, nein, nicht speichern und beenden. Ich wollte hierhin. Nein, ich wollte auch nicht dahin. So, hierhin. Ja, ich habe einmal zu früh die X-Taste gedrückt. So, hier sind wir nun und wir haben das letzte Mal mit ein bisschen Glück den ersten Platz geholt. Ja, da war sehr viel Glück dabei und heute geht es entsprechend in Monaco weiter. Ich bin halt sehr gespannt, wie wir uns heute hier geben. In meinen Proberuns muss ich sagen, wir haben ja jetzt die volle Leistung. Im individuellen Event war ich hier in Monaco einen Ticken langsamer trotzdem, vor allem auf dem Schneegebiet. Auf Asphalt war ich gleich schnell wie die KI, auf der Schwierigkeitsstufe, auf der aktuellen. Der ist schon ziemlich happig, der Schwierigkeitsgrad, und deswegen schauen wir mal, wo wir hier im Endeffekt landen werden. Wir haben jetzt auf jeden Fall nicht mehr die Ausrede, in Anführungszeichen Ausrede, der Upgrades. Jetzt geht's halt wirklich ums Fahrerische und so ein bisschen ums Setup, und ich guck mal jetzt, ob das Setup passt oder nicht. Ansonsten machen wir noch eine Testfahrt, denn das wird hier wichtig sein. 5, 4, 3, 2, 1. Vorsicht, Eis ab hier. Links 2 und rechts 4 lang. Und links 5 über 80 über Kuppe. Rechts 3 halb lang verengt sich. Links 5 in rechts 3 macht zu bis 2, 60. Links 2 macht auf 60. Rechts 2 lang 80 über Kuppe. Immer noch recht starkes Untersteuern. Links 3, in rechts 3, halb lang 60. Links 6, über Kuppe 60. Links 2. Rechts 6, links 5, 60. Achtung, rechts 5, in scharf links. Links 6, lang. Rechts 5 nicht schneiden, rechts halten über Kuppe, Achtung, bremsen, 80 bergab, scharf rechts. Und links 6 lang. Aber die Haarnadeln klappen gut. Bis Ziel. Also es fühlt sich schon mal wesentlich angenehmer an für mich, für meine Fahrweise, als das Fahrzeug vorhin noch. Ich müsste noch mal kurz überlegen, ich probiere mal das sehr feste Differential. Ah, nein. Ich probiere mal das feste Differential noch mal aus. Und mal gucken, nach zwei, drei Kurven kann ich das wahrscheinlich dann schon bewerten, wie das dann aussieht. 4, 3, 2, 1. Vorsicht, Eis ab hier. Links 2 und rechts 4 lang. Und links 5 über 80 über Kuppe. Rechts 3, halb lang, verengt sich. Links 5, in rechts 3, macht zu bis 2, 60. Ja, das schmeckt mir ganz gut. Links 2, macht auf, 60. Rechts 2, lang, 80, über Kuppe.
Links 3, in rechts 3, halb lang 60. Links 6, über Kuppe 60. Links. Na schade, man sieht die Vergleichszeit nicht. Rechts 6, links 5, 60. Achtung, rechts 5, in scharf links. Links 6 lang. Rechts 5, links leiden, rechts halten, über Kuppe. Achtung, bremsen, 80, bergab, scharf rechts. Ein bisschen übersteuern. Und links 6 lang. Links 600. Man sieht den Effekt halt schon direkt. Also, wenn man so ein bisschen auf die Fahrbarkeit schaut, dann bemerkt man das schon ganz schnell. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zeit ausgesehen hat, aber ich finde, es war rein vom Fahrerischen her eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, vielleicht hinten einen Ticken weicher und dann dürfte es eigentlich passen, während ich hier ganz leise versuche, nebenbei den Rollladen runterzuziehen, damit wir da bloß keine Störgeräusche, damit ich keine Störsonne habe. Es ist heute sehr sonnig, deswegen ich werde die Rallye fahren und dann geht's ab in den Park. Ich glaube, für Schwimmbad ist es noch viel zu kalt draußen. Ja, aber, ja, wobei Hallenbäder gibt's auch. Ja gut, wer möchte bei dem Sonnenschein in ein Hallenbad gehen? Naja, egal. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier in Monaco fahren. Hier ist es nicht so sonnig, doch ist es, aber dafür auch recht kalt und schneeig. So, Moment, ich werde nochmal ganz, ganz kurz was anderes machen. Nämlich schiebe ich mein Mikro so ein bisschen auf Gesichtshöhe. Neige es jetzt so ein bisschen. Habe ich ein bisschen mehr Armfreiheit. Ich hoffe, dass ihr mich immer noch gut hören könnt jetzt. Dürfte eigentlich funktionieren. So, und jetzt muss ich zwar super, super aufrecht sitzen, kann meinen Kopf kaum noch bewegen. Okay, ja, Moment. So. Aber jetzt habe ich wesentlich mehr Freiheit an meinen Armen und kann da auch im Notfall richtig rudern. Also, los geht's. Und ganz, ganz wichtig, deswegen wollte ich ja auch das richtige Setup schon. Ihr seht hier Streckenlänge der zweiten Etappe 10,87 Kilometer. Deswegen muss es jetzt schon alles passen. Los geht's. Hoffentlich unfallfrei heute. Dann passt's auch, was das Ergebnis betrifft. 5, 4, 3, 2, 1. Vorsicht, 1 nach 4. Links 2 und rechts 4 lang. Und links 5 über 80 über Kuppe. Rechts 3 halb lang verengt sich. Links 5 in rechts 3 macht zu mit 2, 60. Links 2 macht auf 60. Rechts 2 lang 80 über Kuppe. Links 3 in rechts 3 halb lang 60. Links 6 über Kuppe 60. Links 2. Rechts 6, links 5, 60. Mal schauen, ob das schnell ist. Rechts 5 in scharf links. Wirkt bis jetzt sehr smooth alles. Links 6 lang. Rechts 5 nicht schneiden, rechts halten, über Kuppe. Achtung, bremsen, 80, bergab, scharf rechts. Ja, hier habe ich ein bisschen sicher jetzt und gemacht. Links 6 lang. Links 600. Achtung, rechts 3. Links 4 über Haltebucht, rechts 3 macht auch 80. Achtung, rechts halten, über Kuppe, bremsen, bergab, scharf rechts. 60. Oh nee. Und hier wollte ich Zeit rausholen. Ach, ärgerlich. Links 6 lang, rechts 3 in links 4, über Kuppe lang. Links 3 lang, 60, Achtung, scharf rechts. Rechts 6 lang, mach zu, über Kuppe und rechts 5. Ich darf's nicht übertreiben. Links 4 macht zu. Rechts 6 in links 5. Lang 60, rechts halten über Kuppe. Rechts 6, 80. Rechts 6, 80. Achtung, rechts 1 lang 100. Boah, Asphalt. Kuppe, links 4, rechts 6 und links 4. In links 3 lang 80, 60 scharf links. Rechts 5 macht zu bis 4, lang nicht schneiden. Rechts 6 lang über Kuppe macht zu bis 5 und geht über in Achtung links 1 lang.
In rechts 3, Land in. Links 1, Kurve 1, Platz am Pier. Rechts 3, nicht schneiden. Links 4, macht zu bis 3. Rechts 3, nicht schneiden. Links 3, in rechts 6, über 100, nicht schneiden. Achtung, in scharf rechts 60. Links 5, über 120. Rechts 3, über Kuppe. In rechts 2, lang, in Kuppe. Links 6, 150. Rechts 3, lang, 100. Links 3, halb lang. Und rechts 3, halb lang. Links 3, 60, Achtung, kehre links. In rechts 4 lang. In links 6, rechts 5, über Kuppe, macht zu bis 3, 120 bergab. Achtung, links 3 lang, 60, kehre rechts. 60. Rechts 3, über Kuppe 100. Links 5, über 100, Kuppe 120. Achtung, gerade über Kuppe, Welle, in rechts 1. In links 1. Links 2, 60. Rechts 3, lang, in links 4. In rechts 5. In links 5, halb lang, 60. Achtung, rechts 4, macht zu bis 1. Links 2, lang, 60. Links 5, 100. Rechts 1. In links 3. In rechts 4, in links 5, in rechts halten, über Kuppe, bis Ziel. Okay, ja, ein großer Fehler. Ansonsten muss ich sagen, mein Setup fühlt sich zwar gut an, ist aber offensichtlich nicht schnell. Ein Fehler gemacht, da direkt im zweiten Abschnitt, und schon merkt man, da ist so ein bisschen der Fluss raus aus dem Fahren. Ein bisschen ärgerlich, aber ich bin so ein bisschen ratlos gerade wieder. Die KI ist halt auch einfach jetzt mittlerweile super schnell. Also da brauche ich mir, glaube ich, auch nicht so große Vorwürfe zu machen. Ich werde nochmal bei der dritten und der vierten Etappe, das sind ja kürzere Etappen, da kann man so ein bisschen experimentieren, da werde ich nochmal versuchen, das richtige Setup, was ich jetzt variiert habe, zu nehmen. Also das Monaco-Setup, nicht das Schweden-Setup. Und da muss ich aber, dadurch, dass das Auto dann im Schnee und auf Eis ein bisschen untersteuert, schön viel mit der Handbremse agieren. Okay, ich würde sagen, wir nehmen jetzt die zweite Etappe mit diesem Setup in Angriff und gucken mal, wo wir am Ende landen. Das ist eine lange, lange Etappe, deswegen ich versuche wieder nicht voll ans Limit zu fahren, werde trotzdem schnell unterwegs sein, hoffentlich auf jeden Fall ein bisschen ans Limit gehen, damit wir auch eine gute Position erreichen. 4, 3, okay, derselbe Start. 1, Vorsicht, Eis ab hier, links 2 und rechts 4 lang. Und links 5, über 80, über Kuppe. Rechts 3, halb lang, verengt sich. Links 5, in rechts 3, macht zu bis 2, 60. Links 2, macht auf, 60. Rechts 2, lang, 80, über Kuppe. Links 3, in rechts 3, halb lang, 60. Links 6, über Kuppe 60. Links 2. Rechts 6, links 5, 60. Achtung, rechts 5, in scharf links. Links 6, lang. Rechts 5, nicht schneiden, rechts halten, über Kuppe. Achtung, bremsen, 80, bergab, scharf rechts. Und links 6, lang. Das Auto wollte nicht quer stehen. Achtung, rechts 3. Links 4, über Haltebuch. Rechts 3, macht auf, 80. Achtung, rechts halten, über Kuppe, bremsen, bergab, scharf rechts. 60. Links 6, lang, rechts 3, in links 4, über Kuppe, lang. Links 3, lang, 60, Achtung, scharf rechts.
Nein. Ah, okay, gut. Okay, ja, ja. Nein! Nie in den Probeläufen, natürlich. Zu über Kuppe und rechts 5. Links 4 macht zu. Rechts 6 in links 5. Lang 60, rechts halten über Kuppe. Rechts 6, 80. Rechts 6, 80. Achtung, rechts 1, lang 100. Kuppe links 4, rechts 6 und links 4. In links 3, lang 80, 60, scharf links. Rechts 5 macht zu bis 4, lang nicht schneiden. Rechts 6 lang über Kuppe macht zu bis 5 und geht über in Achtung links 1 lang. In rechts 3 lang in. Links 1 Kuppe 1 platzen ab hier. Rechts 3 nicht schneiden, links 4 macht zu bis 3. Rechts 3 nicht schneiden. Links 3 in rechts 6 über 100 nicht schneiden. Achtung, in scharf rechts 60. Ich bin auf jeden Fall näher dran. Links 5 über 120. Mal vom Fehler abgesehen. Links 3 über Kuppe. In rechts 2 lang in Kuppe. Links 6, 150. Rechts 3 lang 100. Links 3 halb lang. Und rechts 3 halb lang. Links 3, 60, Achtung, kehre links. In rechts 4 das lang. Sieht gut aus. Jawohl, das war in geil. Links 6, rechts 5, über Kuppe, macht zu, bis 3, 120 bergab. Achtung, links 3 lang, 60, kehre rechts. 60. Rechts 3, oh. Über Kuppe, 100. Ganz kurz, da wäre das Auto fast ausgebrochen. Schaut's euch nochmal an, spult diese 15 Sekunden oder 10 Sekunden zurück, es lohnt sich. Da wäre das Auto fast ausgebrochen, da habe ich im letzten Moment nochmal scharf nach links das Lenkrad umgeschlagen, um gerade so zu verhindern, dass das Auto nochmal übelst übersteuert. So, sorry fürs Pausieren, das musste einfach raus, das war krass gerade. Links 5 über 100, Kuppe 120. Achtung, gerade über Kuppe, Welle in rechts 1. In links 1. Links 2, 60. Oh, scheiße. Rechts 3 lang, in links 4. In rechts 5. In links 5, halb lang, 60. Achtung, rechts 4 macht zu bis 1. Links 2 lang, 60. Links 5, 100. Rechts 1. In links 3. In rechts 4, in links 5, in rechts halb über Kuppe. Achtung, 60 rechts 3 über große Welle, innen halb, links 4, halb lang 100. Links halb über Kuppe. Ja, geht so. Achtung, rechts 6 lang scharf, links 100. Links halb über Kuppe. In rechts 6 lang, Achtung 100, bergab, kehre rechts. Links 6, 80. Links 6, über 100. Rechts 6, 60, Kuppe. Achtung, rechts 4 macht zu, links 5 nicht schneiden. Rechts 6 und links 3. In rechts 5 halb lang, in links 4 lang. Und rechts 2 über 80, über halbe Bucht, macht zu bis 1, links 4. In Kuppe links 3 und links 3 lang, 80. Rechts 3 lang, mach zu, in links 1 lang. In rechts 4. In links 6, in rechts 3, mach zu, bis 2, außen halten. Links 5 über Kuppe. In rechts 3, 60, Achtung, links 6, über 80, mach zu, kehre links. Und rechts 5 macht zu, kehre rechts lang. Oh, wie geil war das denn gerade wieder? In links 4. Rechts 6, 60, Kuppe.
Links 6, links 4 in Tunnel 80. Rechts 3 lang, 60 Kuppe. In rechts 5. In links 4 lang, 60. Rechts 6, in links 3 lang, macht auf und macht zu. Rechts 4. Und rechts 3 halb lang. In rechts 4, 120 Kuppe. In links 5, lang 100. Achtung, Kuppe, vielleicht Sprung 60, links 3, lang 60. Rechts 3, lang 120. Nein, 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 nein. Links 1, lang. In Achtung, rechts 2, täuscht außenhalten, Überkreuzung, macht auf. In rechts 2 bis Ziel. Also das sah doch mal okay aus. Für eine super lange Etappe sind 14 Sekunden eigentlich gar nichts. Dafür, dass wir davor 35 Sekunden verloren haben. Ja, wir sehen's. Wir sind Dritter, jawohl. Da haben einige fast eine Minute verloren. Ja, und damit sind wir auch direkt zwei Plätze nach vorne gekommen. Perfekt. Yes, baby. Schön. Also hier ist wieder das Podium so ein bisschen das Ziel von mir. Aber ich muss sagen, der Schwierigkeitsgrad, der ist schon echt happig. Oh, jetzt haben wir 98% Asphalt. Das heißt, diese Etappe wird noch nicht so repräsentativ sein für die Schneetauglichkeit des Setups, dass wir uns, oder dass ich mir runtergeladen habe. Gucken wir mal ganz kurz, was die Reparaturzeiten sagen, denn wir haben da ja schon ein paar Upgrades gemacht, was die Mechaniker betrifft. Ja, das sieht gut aus. Ja, da kriegt man das Auto wesentlich besser repariert. Also ihr seht, alles auf 95 mindestens nochmal Trim. Gut, Karosserie ist egal. Bei so Etappen wie bei der letzten mache ich es auch so. Es ist halt einfach super eng und das Gute ist, dadurch, dass es so super eng ist, bounst du kurz gegen die Wand, wenn du einen Fehler machst und kommst in den meisten Fällen direkt wieder zurück. Und deswegen gehe ich da auch so ein Risiko ein und versuche da auch wirklich ja, das absolute Maximum auszuloten, denn mein Gott, wenn's ein Fehler wird, dann ist es ja kein Problem, dann verlieren wir ein bisschen Zeit, aber dann war es das auch. Und deswegen probiere ich da das absolute Maximum rauszuholen aus der Strecke, natürlich. So, und auch aus der Reparatur holen wir das Maximum raus. Ja, da haben wir beim Getriebe 94%, aber das passt schon alles. Das passt schon. So, ich gucke jetzt nochmal hier bei den Voreinstellungen. Ja, da gefällt... Moment, hä? Haben wir... Ist das jetzt die... Das ist die Voreinstellung. Die Bremsbalance gefällt mir halt nie wirklich so gut. Wobei man auch sagen muss, dadurch, dass sie weiter hinten ist, ganz kurz zur Erklärung, wenn die Bremsbalance weiter hinten ist, dann führt das dazu, dass das Auto beim Anbremsen instabiler wird. Das heißt, ihr könnt so ein bisschen in die Kurve reinbremsen. Es würde eigentlich für Schnee helfen, das Problem ist aber, dass das Auto vielleicht auch schieben könnte, sodass du halt wirklich Schieben dann über die Vorderachse hast und dass das Auto dann einfach geradeaus weiterrollt. Das Differential, das gefällt mir ganz gut. Die Gänge könnten wir eventuell ein bisschen kürzer machen vielleicht. Aber ich teste das jetzt einfach mal aus. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Das ist auf jeden Fall für Asphalt gut. Wir haben wirklich eine harte Radaufhängung. Stoßdämpfung ist auch nicht unbedingt weich. Und deswegen auf Asphalt wird es garantiert ein gutes Setup sein. Wie es sich dann in der vierten Gesamtetappe anfühlt. Das müssen wir schauen, denn das wird repräsentativ für die kommenden weiteren sein, denn hier seht ihr es, hier haben wir 67% Asphalt zwar, hier ebenso, aber wir haben auch dafür 33% eben nicht Asphalt. Hier haben wir dann wiederum, ist das die Umkehrstrecke von dieser hier? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, plus minus so ein bisschen was noch, aber das ist auf Asphalt. Dann haben wir hier wieder super viel Schnee, 60% Schnee und Eis. Hier haben wir 7% Eis. Es ist eine gute Mischung immer bei Monaco. Also du musst das Auto eigentlich auf beides abstimmen und dann beißt du hier zum Beispiel den sauren Apfel, wenn du es auf Schnee abstimmst. Aber dann hast du hier halt einen riesen Vorteil. Das ist schon ein sehr interessantes Konzept. So ein bisschen als würdest du sagen, okay, wir fahren jetzt Formel 1, ganz blöd gesagt, und eine Hälfte ist Matsch, eine Hälfte ist Asphalt. Jetzt passt euch drauf an. Viel Spaß. Ja, die ganzen Lufteinlässe würden zwar nach 5 Sekunden blockiert sein auf Matsch, aber passt schon. Außer beim Führenden. Der
Ja, wobei, der würde sich auch in die Sidepods alles reinhauen. Okay, genug gequatscht, genug Quatsch gemacht. Los geht's, weiter mit der dritten Etappe. 4, 3, 2, 1. Vorsicht, Achtung, 60 rechts frei über große Welle, innen halten, links 4, halb lang, 100. Links halten, über Kuppe. Achtung, rechts 6, lang, scharf, links 100. Links halten, über Kuppe. In rechts 6, lang, Achtung, 100, bergab, kehre rechts. Links 6, 80. Links 6, über 100. Rechts 6, 60, Kuppe. Achtung, rechts 4, macht zu, links 5, nicht schneiden. Rechts 6 und links 3. In rechts 5, halb lang, in links 4, lang. Und rechts 2, über 80, über halbe Bucht, macht zu, bis 1, links 4. In Kuppe links 3 und links 3, lang, 80. Rechts 3 lang, macht zu, in links 1 lang. In rechts 4. In links 6, in rechts 3, macht zu, bis 2, außenhalten. Links 5, über Kuppe. In rechts 3, 60, Achtung, links 6, über 80, macht zu, kehre links. Und rechts 5, macht zu, kehre rechts lang. In links 4. Rechts 6, 60, Kuppe. Ja, da wollte ich zu viel. Links 6, links 4, in Tunnel 80. Rechts 3 lang, 60, Kuppe. In rechts 5. In links 4 lang, 60. Rechts 6, in links 3 lang, macht auf und macht zu. Rechts 4. Und rechts 3 halb lang. In rechts 4, 120 Kuppe. In links 5, lang 100. Achtung, Kuppe, vielleicht Sprung 60, links 3, lang 60. Rechts 3, lang 120. Links 1, lang. In Achtung, rechts 2, täuscht ausfallen, Überkreuzung, macht auf. In rechts 2 bis 10. Nein! Ja, das ist die zweite Hälfte der Etappe eben gewesen. Ja, sah gut aus. Also 5-6 Sekunden verloren hier. 6,6. Immer noch akzeptabel. Es ist halt der dritte Platz und es ist halt echt schwer, muss ich sagen. Also das ist schon happig. Ihr seht's auch, teilweise sind wir super nah am Limit dran, aber trotzdem kommen wir da echt nicht vorbei. Zum Beispiel die beiden Spitzkehren, die da hintereinander kamen. Die waren sogar recht früh da. Selbst da haben wir so ein bisschen Zeit verloren. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie es im Schnee und auch auf Eis aussieht. Los geht's. 4, 3, 2, 1. Vorsicht, in rechts 5 nicht schneiden. In links 5, in rechts 4. In links 2 macht zu. 150. Rechts 6. In rechts 4 macht zu bis 3. Links 1 macht auf 100. Rechts 5. Und links 6 in rechts 5. In links 5 macht zu bis 4. Und rechts 2. Rechts 1. Links 3, oh. 150 durch Senke. Zu weit außen. Links halten über Kuppe, rechts halten über Kuppe. Rechts 6 lang, macht zu bis 5, über 80. Links 5 lang, über Kuppe 60. Kehre links. In rechts 3 lang. Jawohl. Macht auf 100. Achtung, links 5 lang, über Kuppe, hängt nach außen. Rechts 3 und links 5 halb lang, macht zu, sofort kehre rechts. 80. Rechts 5 halb lang. Links 4 und rechts 4 halb lang. 80 über Kuppe. Links 4 lang 100. Rechts halten über Kuppe 80. Rechts 6 lang 60. Achtung, links 4 halb lang rutschig.
Und rechts 5 halb lang über Kuppe. Links 4. Und Achtung, rechts 6 über 100, nicht schneiden. In Kehre links. 100. Links 6 lang und rechts 4. Mehr als Platz ab hier. In links 5 halb lang, nicht schneiden. Und rechts 4 lang. In Achtung, links 6, nicht schneiden, Kuppe. In rechts 3, mach zu bis 2. Links 4 lang, nicht schneiden. Rechts 3, mach zu bis 2. 80 über Kuppe. Links 6 über 100 über Kuppe, 80. Achtung, links 4 lang, in Kehre rechts. Links 6. Und rechts 4 lang. Und rechts 5. Links 6. Rechts 6, halb lang über Kuppe, 80. Kuppe links 1, halb lang 100. Vereiste Strecke ab hier. Links 6 über Kuppe 60. Vorsicht, rechts 5, mach zu bis 4, nicht schneiden. Links 6 in rechts 6. Links 5, 60. Links 4 lang über Kuppe über 80. Kehre links. 60. Rechts 5 lang, mach zu über Kuppe. In links 5, 130. Achtung, kehre rechts. 100. Mittig halten, über Kuppe. Links 6, 60. Links 4 lang. Rechts 5, innen halten. Links 6, halb lang, innen halten, 100. Achtung, rechts 6, lang, durch Senke, bremsen, kehre links. 100, bergauf. Links 6, halb lang, Kuppe und Achtung, links 6. Rechts 5, mach zu, in Kehre rechts. 60. Links 6, 60. Rechts 6, lang, in links 6. Und rechts 3, lang, Kuppe. Rechts 6, 80. Links 5, lang, innen. Und rechts 4, lang, 80 über Kuppe. Links 4, lang Kuppe. In rechts 4, mach zu bis 3. In links 4, lang, innehalten. Rechts 5, lang. Ja, jetzt spür ich das Untersteuern links halt. Links 5, halb lang Kuppe. Da kannst du rechts einlenken, 6, wie du lang, willst. Links 5, halb lang, 60. Rechts 1 bis Ziel. Jawohl, am Ende nochmal das Schild umgefahren, schön. Ah, wie sah es aus? 4,5 Minuten, aber auch nur 11 Sekunden verloren. Ich bin mir so ein bisschen unschlüssig, was das betrifft. Ist man da jetzt wirklich langsamer, ist man schneller? Insgesamt kann man aber festhalten, wir halten schon so einen guten Podiumsplatz. Das würde zu einem Aufstieg reichen. Die Frage ist, werde ich auch bei den Masters im Ansatz auch nur bei den Top 3 mitfahren? Ich bezweifle es irgendwie. So, das Getriebe so ein bisschen hochschaukeln und dann haben wir noch mal die Räder. Natürlich auch die wieder ein bisschen aufbohren. Oh, jetzt sieht das Auto richtig gut aus. Also, ich scheine das Auto hier ein bisschen geschont zu haben. Wir kriegen alles auf, gut abgesehen von der Karosserie. Wie gesagt, nicht so wichtig, denke ich mal. Wir kriegen alles auf 96% plus und das ist natürlich aller Ehren wert. Das könnte sich langfristig halt auswirken. Das ist halt ein guter Effekt dann, wenn es wirklich so hinhaut, alles. Wie ich mir das gerade vorstelle. Vielleicht die Bremsen so ein bisschen. Na, die Räder. So, dann machen wir es mal so. Den Turbo werden wir gut gebrauchen. Gut ein bisschen vom Kühler was abziehen. Dann machen wir es. Na, machen wir es so. Ach, schon immer noch passt es nicht. Ah, ganz, ganz knappe Kiste hier. So, jetzt haben wir es. Gut, dann haben wir wirklich alles auf 96% plus. Also, das ist ja mal perfekt. So, und wir nehmen jetzt wieder. Na, ich bin mir unsicher. Das Ding ist, das Setup ist halt wirklich untersteuernd dann.
hinten wieder ein bisschen weicher, vorne ein bisschen fester ziehen alles. Getriebe wieder ein bisschen kürzer machen. Das Differential hier machen wir mal beides gleich fest und zwar noch ein bisschen fester. Dann habe ich noch mehr übersteuern und das gefällt mir eigentlich ja super. Ich mag es halt wirklich, wenn du einlenkst und das Auto reagiert direkt auf deine Lenkeingabe. Und das ist halt das Übersteuern. Ich brauche eine Front, die das Auto führt und dann kann ich da entsprechend meine Kurvenfahrt entsprechend darauf anpassen. Und ja, das ist halt das Wichtige für mich bei einem Setup. Es gibt andere Fahrstile und da könnt ihr euch zum Beispiel auch mal, wenn ihr bei Google eingibt, Martin Brundle F1, dann seht ihr auch mal, wie er diese verschiedenen Fahrstile beschreibt. Ich glaube, das war bei Top Gear mal eine Folge. Gut, und wir werden jetzt bei der 5. Etappe mitmachen. Die 6. Und von da an, das wird dann entsprechend Programm für die morgige Folge sein, wenn ich meinen Upload-Plan weiter so verfolgen kann. Und ab der kommenden Woche, glaube ich, werde ich es so machen. Donnerstag, Freitag gibt es dann immer die neuen Folgen. Und das dann immer wöchentlich, also jede Woche eine neue Rallye. Okay, los geht's mit der nächsten Etappe. 4, 3, 2, 1, Vorsicht. 150. Rechts 2, in links 2. In rechts 3. In links 2, lang Kuppe. Rechts 1, macht zu. In links 2, halt lang. Ja, ist jetzt hier ein bisschen schwammiger, das Auto. In links 5, lang, 170 über Kuppe. Links halten über Kuppe, in offene Kehre rechts. In links 2 lang. In rechts 6, 60. Rechts 6 lang Kuppe. Links 6, in rechts 3 lang Kuppe, in offene Kehre links. In rechts 5. Die Zeit passt trotzdem. In perfekt. In rechts 1 lang macht zu. In rechts 1 halb lang. In links 3 lang 100. Kehre rechts. In links 5. In links 4 lang. In links 2 lang. In rechts 2 lang. In links 3 Kuppe. Und offene Kehre links. In rechts 3 lang. In links 3 lang, nicht steil. In Kehre rechts. In rechts 3 lang, nicht schneiden, über Kuppe. In links 4, 60. Links 4. In rechts 6, 60. Rechts 5 lang, vielleicht Sprung 130. Kehre rechts, macht auf. Eisplatten ab hier. Und links 4 über 100. In rechts 4, Sprung, nicht schneiden, 40, verengt sich. Links 6, über Kuppe. Oh Mann. Oh nein, das war blöd. Und links 2, macht auf, über Kuppe, 150. Rechts 3, über 100. In Kehre links. Links 6. Und rechts 6 über Kuppe 40. Achtung, Kuppe links 6. Sofort Kehre rechts. Über Kuppe. Rechts 6 über Kuppe. Links 5 lang. Und rechts 6 lang in offene Kehre rechts. Links 5 über 100. In rechts 5, in links 6. In rechts 4 lang, nicht schneiden. Vorsicht, links 1 lang, eng am Ausgang. In rechts 6, halb lang, 150 durch Senke. Auch hier nur eine halbe Sekunde verloren.
In rechts 5 halb lang 130, links 6 über Kuppe. Sofort kehre rechts, Welle am Ausgang. Links 4 verengt sich 100, Kuppe. Links 4 halb lang. Und rechts 2 macht zu bis 1. In links 2 und rechts 1, 100. Rechts 5 über Kuppe. Und links 1 halb lang. Und rechts 4. Und links 2 halb lang. In rechts 4 lang nicht schneiden am Ausgang. In links 4 über 80, 130. Rechts 6 lang über Kuppe, 100. Links 3. Und links 2 lang über Kreuzung, 60. Links 4 lang 80. Achtung, links 5 lang. Und kehre rechts. Und rechts 6 lang 40. Rechts 6 über Kuppe 60. Achtung, links 2 macht zu bis 1, hängt nach außen. In rechts 2 lang 100. Eis ab hier. Links 6 lang 40. Links 4 lang, doppelt macht zu. Und rechts 2 lang. In links 5. In rechts 2. Nein. In links 1 lang, macht auf. Woher die Beschädigung? In kehre rechts. In links 1 macht auf und macht zu 60. Okay, das Untersteuern habe ich jetzt so oder so. Kehre rechts. In links 1 lang. In offene Kehre rechts. In links 5 halb lang über Kuppe. In links 2 macht zu bis 1 macht auf. In rechts 1 lang 40. Links 2 macht auf über 80. In rechts 2 lang Kuppe. Rechts 6. In links 6. In rechts 4 lang nicht schneiden. In offene Kehre links. Macht zu. In links 3 lang. In rechts 1. In links 3. In rechts 2 macht zu bis 1. In links 4 lang 40. Rechts 4 bis 10. Aber wenn man sich auch die Gesamtzeiten anschaut, also die Zwischenzeiten in den letzten zwei Sektoren, wir waren da schon gleich schnell im Vergleich zur KI und das sagt eigentlich nur aus, dass man sich einfach irgendwie durchbeißen muss bei diesen Teilen. Also da scheinen die Autos einfach immer zu untersteuern und das kann auch gut und gerne am Eis liegen. Ja, und wir haben uns durch Konstanz hier wirklich wieder auf Platz 3 gekämpft. Also das wollte ich auch sowieso mal sagen. Mir selbst mal kurz auf die Schulter geklopft. Wir haben bis jetzt in dieser Rallye nur zwei gravierende Fehler gemacht. Ganz am Anfang, glaube ich, einen und jetzt einen. Ansonsten fällt mir gerade nichts ein, wo wir wirklich... bei der ersten Rallye bin ich ein bisschen zu weit rausgefahren. War das der Fehler, den ich meine, oder war das ein anderer? Auf jeden Fall sind wir heute schon sehr konstant unterwegs gewesen und da kann man ja mal sagen, das lief bis jetzt ganz gut. Und ich bin zufrieden. Also der dritte Platz ist absolut zufriedenstellend für mich, weil ihr seht, das ist halt wirklich jetzt mittlerweile nicht mehr einfach, das Spiel. Ja, da muss man auch sagen, cool, dass der Schwierigkeitsgrad sich wirklich so steigert. Muss ich wirklich sagen, weil das motiviert einfach immer und immer weiter, sich ins Spiel zu verbeißen. Gut, die Upgrades, die Thematik, die fand ich halt ein bisschen demotivierend, weil du weißt nicht, woher du die Zeit verlierst, ehe du es mal recherchierst oder selbst mal dem Zeug auf den Grund gehst. Aber hier muss ich sagen, es macht halt Spaß, wenn du wirklich weißt, okay, es geht schneller, setz dich wieder dran, Dave.
Ja, und ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heute hatte ich wirklich einen angenehmen Tag bei der Rallye. Ohne große Fehler, sondern einfach, das lief glatt. Das sah schon gut aus. Ja, und ich sehe es schon kommen. Jetzt, wo ich das hier so lobe, wird es wahrscheinlich in der nächsten Rallye wesentlich schlimmer laufen. Also in der nächsten Hälfte. Naja, mal schauen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dass wir hier bleiben, wo wir sind. Oder vielleicht sogar Salo noch holen. Serrano wäre so ein bisschen zu hoch gegriffen. Wobei auch Salo einfach super, super schnell ist. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.